Ich habe die leise Befürchtung, dass das entweder einer der größten Flops des Jahres wird oder vielleicht doch gar nicht so schlimm wie gedacht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas, auf das ich mich persönlich sehr gefreut habe. Als ich es gehört habe, dass es rauskommt und als ich die ersten Reviews gesehen habe, dachte ich mir, eieieiei, das kann schief gehen. Unsere gute Freundin Charlotte hat nämlich ein neues Produkt rausgebracht und zwar diesmal wieder eine neue Foundation. Und ich glaube, das ist keine Foundation, sondern ich glaube, das ist ein Highlight. Zumindest, wenn ich den Reviews Glauben schenken könnte, die ich gesehen habe. Deswegen mache ich einfach meine eigene Review und nehme euch mit. Es geht heute um den Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Was für ein Wort für so ein kleines Schätzchen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Charlotte und ich, wir sind mittlerweile gut befreundet, würde ich sagen. Sagen wir es so. Allerdings gibt es so ein paar Produkte, da sage ich einfach, nee, das muss nicht sein, das ist ungefähr nicht ihr Geld wert. Aber was man Charlotte wirklich lassen muss, ist, dass sie regelmäßig den Make-up-Markt mal so ein bisschen auf den Kopf stellt. Und diesmal hat sie diesen Unreal Skin Stick rausgebracht. Das soll. Ich habe hier das Zettelchen. Ich lese euch einfach mal vor, was er können soll. Und dann schauen wir mal, was er kann. Weil ich glaube, dass das ein bisschen Augenwischerei sein könnte. Könnte. Wir probieren es aus. Und zwar ist das eine neue Innovation der Königin des Glows. Unreal Skin. Ein Ringlichteffekt in einem feuchtigkeitsspendenden Foundation Stick. Ein Ringlicht ist das, was gerade vor euch ist. Es ist so ein Licht, was in einer Ringform ist, was das Gesicht ganz besonders ausleuchtet. Viele Hollywood-Stars und Sternchen, Mariah Carey, meine gute Freundin, die rennt auch immer mit einem Ringlicht vor ihrem Gesicht rum, weil es das Gesicht sehr schön und gleichmäßig ausleuchtet. 20 flexible Farben, die sich sehr einfach mit der Haut verblenden lassen, zum Aufhellen und auch zum Bronzen möglich. Ich habe jetzt nur eine Farbe. Sie hat in den letzten 10 Jahren ganz besondere Techniken gelernt. Die Licht-Mapping-Mesh-Technologie ist ein sehr komplexes Wort für sie weiß, wie man Licht benutzen kann, um die Haut so ein bisschen schöner zu machen. Da muss man ihr wirklich lassen, ne? Oder ihrem Team. Sie könnte mir jetzt auch einen Döner verkaufen. Also gut, ich hätte jetzt auch echt Lust auf einen Döner, wobei es ist 7, aber ihr wisst, was ich meine. Es soll sehr gleichmäßig über die Haut gleiten und sich gut verblenden lassen. Und klinisch bestätigt soll es helfen, die Hautschutzbarriere. Da ist sie wieder. Ich habe es euch gesagt, dieses Jahr ist die Hautschutzbarriere ganz weit oben. Und nicht komedogen sein. Ne? Das ist auch eine Frage, die oft kommt. Ich weiß es halt leider oft nicht. Ich habe aber gehört, dass Komedogenität sehr individuell ist. Ah, da müsste ich mal euch fragen. Vielleicht habt ihr da ein bisschen mehr Ahnung als ich. Gut, die soll in 20 Farben erhältlich sein. Und als ich die Bilder gesehen habe von ihr, da dachte ich mir schon, hui, das schreit Maxim, das ist glowy, das ist frisch, das ist gesund, das sieht so, das sieht aus wie aus dem Olivenölmeer emporgestiegen. Dann habe ich ein paar Reviews auf TikTok gesehen und die waren eher so ein bisschen, sieht aus wie ein Highlighter-Stick. Was mich sehr daran erinnert hat und mich auch wirklich enttäuscht hat, ist das hier. Das ist von Natasha Denona, der High-Gen Skincare Infused Glow Beautifier. Ich dachte mir, das ist so ein Ding wie mein Highlighter mit Rival Loves Me damals, den man so als Finishing-Puder benutzen kann. Das ist einfach ein Highlighter. Und ganz, 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 ganz komisch, ich habe neulich ein Video von Natasha gesehen, wir kommen gleich hierzu, was muss ich euch erzählen. Da hat sie das als Primer benutzt. Also sie hat es unter ihrer Foundation gegeben und ich habe das auch gemacht, weil das sah so schön aus. Das hat keine 20 Minuten gehalten. Dann ist mein ganzes Gesicht wirklich, es hat sich alles zersetzt. Also war ganz, 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 ganz schwierig. So, jetzt kommt Charlotte hier mit diesem Stick raus. Ich liebe es, leichtere Foundations zu benutzen. Gerade jetzt im Sommer kann es gerne ein bisschen leichter, ein bisschen frischer sein. Das Ding von Anastasia war für mich persönlich ein Flop. Das von Fenty ist sehr, sehr gut. Jetzt ist die Charlotte da und wir testen das. Die Verpackung ist recht schlicht. Wir haben hier wieder so einen Stick, Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick. Wieder diese roségoldene Kappe. Es fühlt sich, fand ich ganz spannend, ne? Also diese Sticks fühlen sich oft immer ein bisschen günstiger produziert an. Der fühlt sich, also, ne, es ist auch Plastik, aber er fühlt sich ein bisschen hochwertiger an, stabiler an. Und das sind so diese Kleinigkeiten, auf die ich achte, wenn man halt weiß, wie so Make-up produziert wird. Das Drehen ist ein ganz anderes Drehen. Das ist so ein festes Drehen. Das ist nicht so ein billiges Drehen, sondern so ein ganz sachtes, ganz festes. Ich habe die Farbe 3. Guck mal, da seht ihr. Das ist das Ringlicht.
Ist eigentlich auch, naja, es sieht immer so ein bisschen unruhig aus, so, ne, wenn man das so sieht, aber da kriegt ihr mal das Gefühl, wie so die Technik hier aufgebaut ist. Und es sieht viel, viel größer aus. Also, ich komme hier schon an die Wand, ne? Hier ist die Wand und hier ist die Wand. Das ist so eine kleine Nische. So, jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, denn ich habe die Vermutung, dass das eigentlich ein Highlighter-Stick ist. Ich swatch den jetzt mal neben. Hier ist der von Natascha und ich swatch den jetzt mal daneben. Und man sieht schon einen Reflex. Ich dachte mir, als ich ihn geswatcht habe und so ein bisschen eingeblendet habe, der sieht ähnlich aus wie der Hollywood Flawless Filter. Wir machen es diesmal so, weil ich natürlich gucken muss, wie sieht es auf der Haut aus, wie kann man ihn benutzen, weil das schreit ja schon mein Name und ich habe wirklich große Hoffnung, dass es mir gefällt, weil das einfach auch so ein bisschen flexibel einzusetzen sein kann. Selbst wenn ich es nicht als Foundation mag, in einer anderen Farbe vielleicht wirklich zum Brighten oder zum Aufhellen auf den Wangen, als so ein subtiler Highlighter, weil ich sehe hier keine groben Schimmerpartikel drin. Der sieht einfach sehr, sehr glänzend aus. Wirklich ähnlich wie der Hollywood Flawless Filter, nur in Stickform. Ich komme einmal ein Stückchen näher ran und wir starten jetzt einfach mal mit 1, 2, 3, 4. Farbe sieht sehr, sehr passend aus. Bei Charlotte Tilbury habe ich ab und zu das Problem, dass sie so ein bisschen ins Gelbe tendiert. Aber das ist nichts, was man nicht hinkriegt. Ich blende das Ganze mal mit einem Pinsel aus. Und ja, die Deckkraft ist, würde ich jetzt erstmal auf den ersten Eindruck sagen, recht leicht. Aber du siehst schon Glow. Sie sagt, man soll das in 15 Sekunden einblenden können. Wahrscheinlich, wenn du keinen Bart hast und einfach mit deinen Fingern so ein bisschen blenden kannst. Das mache ich aber nicht. Aber es ist. Ich habe auch nicht mal, ich habe nur ein Hyaluronsäure-Serum drunter heute, ne? Ganz, ganz wichtig. Also mir reicht die Deckkraft noch nicht. Ich gehe jetzt hier noch mal ein bisschen rüber. Das schmilzt sehr, sehr schnell auf der Haut. Es ist nicht parfümiert. Und ich baue mir das jetzt. Boah. Ich blende das mal kurz ein bisschen mit einem Schwamm aus. Halleluja. Das ist sehr, 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 sehr glowy. Deckkraft würde ich sagen, perfekt. Genau das, was ich im Moment mag. Nicht zu doll, nicht zu wenig, sondern sehr. Es gleicht einfach so ein bisschen aus. Ich mag es ganz gerne, wenn so ein bisschen Textur und Verfärbung, ne, so ein bisschen durchscheint. Aber der Glow, das ist krass. Ich finde den Glow stärker als vom Hollywood Flawless Filter, würde ich sagen. Jetzt auf den ersten Eindruck. Es ist ein silbriger Glow, in der Shade zumindest. Das wird wahrscheinlich immer so ein bisschen unterschiedlich von Farb zu Farbe sein. Ja, also wenn man raufguckt, dann sieht man, es ist ein bisschen silberner. Es ist sehr, sehr stark. Ich probiere es mal hier noch so ein bisschen aufzubauen, da wo ich einfach ein paar Pigmentflecken gerade habe. Lässt sich aber gut ausblenden. Na, das muss man schon sagen. Es lässt sich gut ausblenden. Ich sehe schon die ersten Kommentare. Das ist zu viel Glow. Würde ich euch auch gerade wirklich recht geben. So vom ersten Eindruck her ist es einfach. Das sieht aus, als hätte ich einen Primer aufgetragen und mein Gesicht wartet jetzt darauf, einfach noch ein bisschen was zu benutzen. Was sehr, sehr spannend ist und meine Angst gerade, wenn ich das Produkt so sehe und mir die Formulierung anschaue. Ich bin ja gerade über mein Gesicht gegangen und die Oberfläche sieht sehr, sehr flüssig aus. Bei 40 Grad, würde ich sagen, könnte das schon ein bisschen schwierig sein. Ich denke mal, da wird es schmilzen. Deswegen immer kühl lagern. So, wir tragen das mal auf. Auf der Seite gehen wir einfach noch mit dem Schwamm hier einmal rüber. Deckkraft reicht aus. Es ist das erste Mal, dass Maxim sagt, das ist zu viel Glow. Also auf den Bildern sieht das wahnsinnig schön aus. Ne? Sehr, 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 sehr glowy. Aber ich gebe euch gleich einen Tipp. Aber es ist so krass. Im Spiegel gefällt es mir gerade nicht. Wenn ich in die Kamera gucke, ich mag das ja. Ich mag ja ein sehr, sehr glowy Make-up. Aber ich würde jetzt so nicht rausgehen. Warte, komm mal ran. Machen mal den Close-up-Test. Es geht gleich noch näher ran. Die Haut sieht schon sehr glowy aus. Sie sieht sehr gesund aus. Ich finde, auf der Stirn wirkt das Ganze ganz gut eigentlich gerade. Und das sieht schon in der Kamera, sieht das schon nice aus, ne? Also das sieht ja wirklich aus wie eine super mit Feuchtigkeit versorgte Haut. Also jetzt sind wir Mäuse, aber nicht Mariah Carey und sind den ganzen Tag vor einer Kamera. Das ist schon krass. Aber das ist ja nur die Foundation. Und ihr wisst es, wenn mir etwas zu glowy ist, dann gibt es ja Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass das von unten so ein bisschen durchleuchtet. Wir lassen das Ganze aber mal kurz drauf. Die Textur ist jetzt. Naja, also sie hat jetzt nicht geblurrt, würde ich sagen. Was sie macht, ist natürlich, es ist so viel Glow im Gesicht, dass es einfach
ablenkt von Hauttextur, aber so eine super glowy Foundation kannst du halt nicht benutzen, wenn du wirklich starke Unreinheiten hast. Ne? Also das ist einfach, das kannst du machen, aber es betont halt dann die Unebenheiten. Mir gefällt es ganz gut. Wir probieren das jetzt aber mal so ein bisschen tragbarer hinzukriegen, weil ich will sie mögen. Ich will sie mögen und ich mag sie. So vom ersten Eindruck her. Dazu gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf einmal durch. Ich benutze jetzt hier mal die Konturpalette von Rival Loves Me. Und was wir jetzt machen, ist, wir probieren den Glow mit matteren Produkten so ein bisschen zu reduzieren. Ne? Wir werden ja gleich noch Concealer auftragen und der ist ja dann matt. Und der geht dann immer so ein bisschen farblich darüber und oder deckt dann immer so ein bisschen den Glow ab. Aber an einigen Stellen kann der Glow ja durchkommen. Ne? Wir probieren gleich mal, wie es aussieht und dann bewerten wir erst jetzt. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben, was ist euer liebstes Charlotte Tilbury Produkt? Da gibt es ja wirklich unglaublich viele. Und gibt es ein Produkt, wo ihr sagt, das mögt ihr gar nicht. Das ist einfach viel zu gehypt worden und ihr seid davon enttäuscht. Was ich ganz spannend fand, muss ich dazu mal sagen, ich habe sehr viele Anzeigen gesehen, also Kooperationen zu diesem Produkt gesehen von Influencer-Mäusen. Ich habe keine. Offensichtlich. Hatte ich jemals mit Charlotte Tilbury eine Koop? Ich glaube einmal, aber das ist schon sehr lange her. Kontur ist drauf. Jetzt kommen wir zum Concealer. Und mit diesem Concealer gehe ich jetzt punktuell nochmal an Stellen, wo ich nicht ganz so viel Glow haben möchte. Auf der Stirn, hier, hier auf der Nase. Einfach, um noch eine zweite Schichten draufzulegen. Das ist natürlich jetzt dann nicht mehr dem Produkt entsprechend. Ne? Also das soll ja eigentlich ein Foundation Stick sein. Ich habe es ja jetzt eher als Grundlage benutzt, schon fast wie so ein Primer Stick. Aber damit kann man, glaube ich, ganz viele schöne Ergebnisse erzielen. Seht ihr? Jetzt ist zwar die Deckkraft ein bisschen erhöht, aber dieser extreme Glow ist nicht mehr da. Ich hätte ihn gerne in einer deutlich, deutlich helleren Farbe und einer deutlich dunkleren, weil ich glaube, dass er mir als Bronzer und Highlighter oder um Bereiche wirklich zum Glänzen zu bringen, noch besser gefallen würde als Overall-Produkt. Mal gucken. Und jetzt seht ihr, jetzt wird das Ganze natürlich nicht mehr ganz so natürlich, aber wir kriegen den Glow oberflächlich so ein bisschen weg. Der kommt im Laufe des Tages, wird er wieder durchkommen. Ganz klar. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Soll er ja auch. Verträgt sich auch auf den ersten Eindruck, glaube ich, ganz gut mit dem Concealer. Also jetzt haben wir ja hier deutlich mehr Deckkraft natürlich im Gesicht. Und unter den Augen soll es einfach nicht glänzen. Ne? Das sieht einfach nicht so gut aus. Aber so ein bisschen Glow kommt durch und wir haben es ja noch nicht fixiert. Ne? Also klar, das ist kein Produkt, wo ich sage, oh, da braucht man keinen Puder. Ne? Das fixiert sich von selbst. Ich sag dir, wie es ist bei diesen Stick-Produkten. Die Formulierung ist halt so, dass sie auf Wärme reagiert und dein Gesicht ist wärmer als die Luft. Ne? Das ist ganz klar, das musst du fixieren. Sonst siehst du einfach nach 20 Minuten aus wie ein Stück Speck. Ich würde fast sagen, es wirkt. Es wirkt, es wird. So, wir benutzen mein Blush Benefit in der Farbe Cream Puff. Das ist eigentlich ein Lippenprodukt, aber oh, jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus, ne? Wir fixieren, wir fixieren, wir fixieren. Keine voreiligen Schlüsse in dem Bereich, wo wir wirklich aufgehellt sein wollen und wo gar kein Glow hinkommen darf. Sieht gleich ganz anders aus, ne? Und fürs restliche Gesicht benutze ich hier im Moment sehr, sehr gerne von Max Factor Facefinity Compact. Damit gehe ich einfach so ein bisschen rüber, um es zu mattieren. Zack, haben wir ein Full-Coverage-Ergebnis, würde ich schon fast sagen, ne? Okay, gehen wir mal hier so ein bisschen rüber. Ich bin so ein bisschen verwirrt gerade, ne? Merkt da. Irgendwas ist, ich bin noch nicht ganz. Aber es ist, glaube ich, es liegt einfach an der Gewohnheit. Okay, jetzt nochmal auf die Entfernung sieht das Ganze wirklich gar nicht schlecht aus, ne? Also so ein bisschen Glow, seht ihr, kommt durch, gerade auf der Stirn, wo ich nicht so viel Puder benutzt habe, was ich ja ganz gerne mag. Wir fixieren das Ganze jetzt aber trotzdem einmal, weil einfach durch das Puder jetzt das Finish einfach ganz stark beeinträchtigt wird. Lassen wir einmal einziehen und jetzt seht ihr, ne, jetzt schmilzt das alles wieder zusammen, es passt alles wieder so ein bisschen besser zusammen und wir können mal in den Tag starten. Ich weiß nicht, ob ich einen ganzen Tag heute hinkriege, weil ich ein bisschen was machen muss noch, aber First Impression, vergesst dieses Produkt, wenn ihr keinen Glow mögt. Ne, ganz klar. Das ist sehr, 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 sehr glowy. Man kann mit Sicherheit damit gut arbeiten. Ich hätte es, glaube ich, eher anders ein bisschen vermarktet oder ein bisschen weniger Glow reingemacht. Aber wir schauen mal, wie er sich über den Tag verhält. Wird das Ganze super, super speckig? Wird das Ganze irgendwie schmierig oder rutschig? Wie fühlt es sich an? Jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an. Es ist 7:26 Uhr und wir sehen uns gleich wieder. Es ist 14 Uhr. Herzlich willkommen zur Maxim-Show.
Weiter geht's mit einem kleinen Update. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist ein Tag später. Ich habe gestern, ich musste dann noch was drehen, weil ich was vergessen habe. Und dann habe ich natürlich einen ganz anderen Look draus gemacht. Habe dasselbe Spiel aber heute nochmal gemacht. Und nicht um 7, sondern um 6. Also ich habe das Make-up jetzt schon eine Weile drauf. Und ich glaube, ich war schon lange nicht mehr so zwiegespalten. Pass auf, ich hole euch jetzt erstmal hier ran. Also ihr seht genau das, was eingetroffen ist. Die Base ist glowy, glowy, glowy. Das ist sehr viel. Um die Nase herum ist es ein bisschen ölig geworden. Das ist ein anderes Glowy hier als beispielsweise hier in dem Bereich. Aber sie hat recht gut gehalten. Und ihr merkt schon an meiner Formulierung, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich habe nämlich probiert, das Ganze einfach wirklich auf Herz und Nieren zu testen. Ich habe heute Schränke abgebaut, ich habe im Garten gewerkelt, also ich war sehr aktiv. Ich habe eine Vermutung. Und ich weiß, dass das viele nicht so, vielleicht nicht nachvollziehen können, aber ich habe das Gefühl, das ist auf der einen Seite erstmal, das ist keine Foundation, sondern das ist eine Grundierung für eine andere Foundation. A, ich habe zu viel benutzt, obwohl sie ja als Foundation gehandhabt wurde. Aber dafür bin ich da, um euch zu zeigen, wie kann man ein Produkt benutzen, dass es gut funktioniert. Ich habe zu viel benutzt und habe sie als Foundation getragen. Hätte ich sie, wie beispielsweise hier, dort, wo ich ein bisschen Concealer drauf getan habe, hätte ich sie als Grundlage genommen, um diesen Glow durchzubekommen, hätte ich natürlich viel, 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 viel weniger benutzt und durch die Formulierung hätte sich das nicht so schnell hier an der Nase so ein bisschen ölig verhalten. Ich habe euch hier meine Aufnahme reingepackt. Das habe ich eben gerade im Tageslicht gemacht und ihr seht schon, wie gut das auf der Haut aussieht. Natürlich sieht man Textur. Eine Shimmer-Foundation wird immer Textur so ein bisschen hervorheben. Das Allgemeinbild ist aber dafür, dass ich keine Foundation rübergegeben habe, trotzdem recht gut. Ich habe die Befürchtung oder die Feststellung, kann man es ja auch nennen, das ist keine Foundation, sondern eher eine Grundierung für eine Foundation, um sie sehr glowy, sehr leuchtend zu kriegen oder um sie punktuell zu benutzen. Oder das ist eine Event Foundation. Und was meine ich mit Event Foundation? Für mich ist eine Event Foundation ein Produkt, welches ich nicht unbedingt im Alltag trage. Ich bin eh eine Maus, ich trage im Alltag gerne günstigere Foundations, einfach weil man da schneller durchgeht. Und wenn ich jeden Tag eine Foundation für 60 Euro benutze, ne? Ihr Mäuse. Achtet auf eure Mäuse. Das ist eine Foundation, die würde ich tragen, wenn ich weiß, ich gehe heute Abend mit meinen Freundinnen trinken. First of all, meine beste Freundin lebt in Spanien und mehr gibt es nicht. Also wird es einfach nicht funktionieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich abends einmal weggehe, wenn ich ins Theater gehe, wenn ich weiß, ich trage mein Make-up vielleicht nicht länger als 6 Stunden, dann kannst du sie auch einzeln tragen. Du musst sie ein bisschen abpudern. Wir können jetzt auch mal mit der Puderquaste hier einmal rübergehen und dann geht dieser überschüssige Schein auch weg und dann sieht es immer noch gut aus. Ich mag das ganz gerne und ich werde sie auch definitiv weiter benutzen. Ich glaube aber noch ein bisschen anders. Entweder als Grundlage oder als Primer oder punktuell vielleicht auch nur dort, wo ich wirklich ein bisschen mehr Glow haben möchte, auf der Stirn, auf den Wangen. Ich hoffe, dass ich sie nochmal in einer anderen Farbe bestellen kann, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein wunderschöner Bronzer ist. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich glaube, dass Charlotte Tilbury mit diesem Produkt in der Zufriedenheit der Mäuse, die die Produkte kaufen, erfolgreicher gewesen wäre, wenn sie dieses Video beispielsweise. Oh Gott, was für eine. Stellt euch vor, ihr habt das Video nicht gesehen, ihr kauft das Produkt und seid enttäuscht, weil es zu glowy ist. Hättet ihr das Video gesehen, hätte ich euch ja gleich gesagt, wie man das Produkt so ein bisschen besser benutzen kann. Ich glaube, hätte sie gesagt, dass das und das dasselbe ist, nur in Stickform, dann wäre es, glaube ich, vielen Leuten klarer gewesen, wie man damit arbeiten kann. Weil stell dir vor, Lieschen Müller kauft sich das und denkt, oh, eine super schöne Foundation in Stickform ist total viral und dann hat sie halt so eine Speckschmarte im Gesicht. Lieschen Müller weiß aber, dass sie hier was rübergeben kann. Oder wenn sie das einzeln benutzt, dann weiß sie, es ist sehr, sehr glowy. Im Prinzip ist es dasselbe Produkt, nur halt in deutlich mehr Farben und ein bisschen langanhaltender und bisschen pflegender auf der Haut, habe ich das Gefühl. Ne? Also die Haut fühlt sich gut an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel im Gesicht drauf habe. Ich werde sie definitiv weiter benutzen. Ich werde sie mir jetzt nochmal in einer dunkleren Farbe bestellen. Einfach als Bronzer, um zu schauen, wie das funktioniert. Oder in einer helleren Farbe, um damit zu highlighten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wäre das ein Produkt für euch? Wofür würdet ihr es gerne benutzen? Schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Zusammengefasst? Ja, ich kann es nicht zusammenfassen, weil das ist ein Produkt, ich habe mit was anderem gerechnet, habe es aber zum Funktionieren gebracht und bin dadurch nicht so enttäuscht.
Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Süßen Mäuse. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Produkt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.